Oh, der eine stinkt mega. Mein Geldbeutel blutet. Ich will nicht mich anzünden, ich will die Kerze anzünden. Oh, hier duftet es. Oh. Ah, jetzt müssen wir noch die Sonne vernichten. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin so langsam richtig in Weihnachtsstimmung. Yo, yo, yo! Ah! Erkennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? Und genau deshalb habe ich mir was richtig, richtig Geiles überlegt. Ich habe jeden Weihnachtswintertee im Supermarkt gekauft. Jeden einzelnen. Ich habe es persönlich noch nirgends gesehen, dass irgendwo auf YouTube Deutschland jemand alle Weihnachtstees gekauft hat und sie getestet hat. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal übernehmen. Wir sind jetzt an der besagten Ecke. Schaut mal. Da werden wir auf jeden Fall unsere Beute finden. Das sind zu viele, ich werde arm. Auch noch. Mein Geldbeutel blutet. Nein! Jetzt weiter. Hier nochmal. Kaminabend. Süßer Bratapfel. Schätzt jetzt mal den Einkauf, bitte. Schätzt mal, wie teuer der jetzt wird. Oh fuck, fast in die Kerze. Das hier sind alle Weihnachtstees, die ich entdeckt habe. Alter, wir haben hier alles. Also wir brauchen uns jetzt erstmal eine Menge Wasser. Oh. ich bin so klug. Jetzt aber. Während der Tee kocht, chillt hier meine Sammy ihr Leben. Ne, Sammy? Hast du gerade geträumt? Daddy. Ja, okay. Wir haben hier gebrannte Mandeln, Zitronenplätzchen, noch nie gegessen, Bratapfel. Wir testen übrigens jetzt hier im ersten Teil der Videoreihe die ersten 6 Sorten und dann im nächsten Teil die restlichen. Von einem Winterparadies sieht so die Verpackung von außen aus. Weiß nicht, finde ich ein bisschen lieblos. Jetzt können wir auch endlich das Wasser. Oh nein, direkt verschüttet. Scheiße. Ich mache halt die Tassen auch ganz voll, damit das Geschmackserlebnis nicht verfälscht ist. Weil wenn weniger Wasser drin ist, dann zieht der Tee ja auch in weniger Wasser und der ganze Geschmack konzentriert sich auf weniger Wasser. Hier fehlt einer. Och ja, lol. Das Schneewunder fehlt, auf den ich mich am meisten freue. Oh, hier duft. Die ganzen Tees ziehen zwischen 5 bis 8 Minuten. Das bedeutet, wir sehen uns in 5 bis 8 Minuten wieder. 6,5 Stunden später. Es sind 8 Minuten vorbei. Die Tees müssen raus. Ich habe die Zeit vergessen. 1. So, oh, der eine stinkt mega. Der riecht nach so einem Kindergartentee, den man früher kalt bekommen hat. Starten wir also mit dem gebrannten Mandeltee von Mesmer. Riech, oh, das ist der, der gar nicht gut riecht. Nee. No, God, please, no! No! Da wird mir direkt ein bisschen schlecht. Vom Geruch kriegt er, glaube ich, nur 2 von 10 Santas. Und vom Geschmack her ist der irgendwie auch nicht identifizierbar. Hä? Da schmeckt man weder gebrannte noch Mandel raus. Der schmeckt auch nicht weihnachtlich. Warum trinke ich weiter? Nee, Leute. Der gehört wirklich zu den schlechtesten Tees, die ich je getrunken habe. 3 von 10 Santas? Sorry, Mesmer. Jetzt kommen wir zu einem Tee von Teekanne, nämlich Schneeträubchen. Der soll nach Himbeersahne schmecken. Riechen wir mal. Der riecht, kennt ihr diese Himbeerbonbons, die habe ich immer von meiner Oma bekommen. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, wenn ich eins finde. Und genauso riechen die. 10 von 10 Santas, wirklich. Ich liebe ja generell Früchtetee extrem. Vielleicht lag es auch daran, dass ich den gebrannten Mandeltee von Mesmer nicht so mochte. Oh mein Gott. Der schmeckt auch genauso wie diese Bonbons. Oh, das gibt mir gerade solche Flashbacks in meine Kindheit.
Der schmeckt super himbeerig, aber ich kann es nicht anders erklären als mit diesen Bonbons. Wenn ihr wissen wollt, wie der Tee schmeckt, dann kauft euch entweder den Tee oder die Bonbons. Oder löst die Bonbons in heißem Wasser auf. Lea, oh, oh, 10 von 10 Santos. Der nächste Tee. Schneewunder, auch von Messmer tatsächlich. Ich habe gerade versucht, das Papier zu greifen. Der Geruchstest. Alter, der soll nach Kirsche, Marzipan schmecken und genauso riecht er. Er ist ein bisschen milder vom Geruch her wie Teekanne. Er kriegt eine 7,5 oder eine 8. 8 von 10 Santas, kommt schon, wir gönnen heute. Machen wir also mal den Geschmackstest. Was? Leute, also erstens sitze ich zu tief. Ich muss mich auf dieses dumme Kissen setzen. Dieser Tee schmeckt so gut. Der schmeckt auch wie diese ganz kleinen Kirschlollis mit dem grünen Stiel. Die Marzipannote, die sie versucht haben, da ein bisschen unterzubekommen, die gefällt mir nicht so. Das hätten sie eher vielleicht auch mit so einem Sahne-Aroma machen sollen, wie Teekanne. Deshalb gebe ich dem hier geschmacklich 8 von 10 Centos. Gucken wir mal, ob der nächste den Erwartungen gerecht wird. Nämlich ist das hier der Messmer Zitronenplätzchen-Tee. Also mal for real. Habt ihr jemals Zitronenplätzchen gegessen? Es ist so ein Mix aus Zimtstern und Spitzbuben. Man müsste sowas mal ausprobieren. Leute, wenn ihr Bock habt, dass ich mal eine gesunde Variante von Zitronenplätzchen backe, dann lasst jetzt gerne bei dem Video einen Daumen nach oben da. Und übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, ich habe einen eigenen Podcast namens Frischfleisch. Wir sprechen hier über Gott und die Welt. Wir sprechen auch über Themen, die du von mir hören möchtest. Also schreib mir gerne auf Instagram oder per Mail. Genug Eigenwerbung. Folgt mir auf TikTok und Instagram. Wir machen weiter mit dem nächsten Tee. Nämlich dem, wie erwähnten, Zitronenplätzchen-Tee. Geruch. Mann, das riecht wieder genauso wie die gebrannten Mandeln. Deine Meinung? Ich glaube, ich muss hier runter auf 1 von 10 Centos. Deine Meinung? Der hier riecht nämlich einen Tacken besser. Deine Meinung? Ja gut, danke. Der riecht eigentlich genauso wie der gebrannte Mandeln-Tee. Deine Meinung? Nur mit einem ganz, ganz minimalen Hauch von Zitrone und das macht es ein bisschen besser. Deine Meinung? 3 von 10 Centers? Probieren wir mal. Vielleicht ist es ja überraschenderweise besser. Es ist überraschenderweise besser. Eben weil er auch diese Zitronennote hat, die der gebrannte Mandeln-Tee nicht hatte. Es ist trotzdem für mich kein guter Tee, aber ich würde dem trotzdem geschmacklich 5 von 10 Centers geben. Also ich kann mir vorstellen, dass er anderen besser schmeckt. Das ist kein Trendtee, sagen wir es mal so. Der geht nicht viral, um es in TikTok-Sprache auszudrücken. Wovon ich mir jetzt aber wirklich viel erhoffe, ist der süße Bratapfeltee von Teekanne. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den jemals getrunken habe. Ich glaube nicht. Generell bin ich mir super unsicher, wie viel hiervon neu ist. Bei dem Schneeträumchen ist es ja offensichtlich, der ist neu. Aber bei den anderen steht nichts von neu dran. Vielleicht kennt ihr ja den Bratapfeltee. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingstee ist. Riechen wir. Okay. Der hat für mich auch so eine Note, die ich nicht so gut finde. Man hat hier versucht, es wie Bratapfel riechen zu lassen. Aber es riecht nach einem wässrigen Tee, weil Tee wässrig ist. Say what? Der nach Bratapfel schmecken soll. Das ist auch ein Geruch, von dem mir tendenziell eher schlecht wird. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gerüche kennt. Okay, also vom Geruch her würde ich dem 6 von 10 Santas geben. Wie sieht's geschmacklich aus? Sehr lecker. Das merkt man immer daran, wenn ich schnell trinke. Der ist jetzt schon leerer als der. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie Bratapfel schmeckt. Es ist ein etwas künstlicher Apfelgeschmack. Wie eben so ein Gummibärchen-Geschmack. Wie ich das immer mit Süßigkeiten vergleiche. Wie sieht's mit der Zimtnote aus? Ja doch, der hält, was er verspricht, würde ich sagen, ja. Dafür stehe ich mit meinem Namen. 7 von 10 Centers. Ich kann mir vorstellen, dass der sogar viral gehen würde. Und dass der von manchen eine 10 von 10 bekommt. Irgendwie wird mir so langsam ein bisschen schlecht. So summa summarum juckt's eigentlich niemandem. Kommen wir zum allerletzten Tee. Wenn du den zweiten Teil dieser Tee-Test-Reihe sehen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Account, aktiviere die Glocke und du wirst direkt benachrichtigt,
wenn das zweite Video online kommt. Wir kommen jetzt zum allerletzten Tee. Der heißt Winterfreude. Ich kenne die Marke tatsächlich überhaupt nicht. Oh mein Gott, der riecht gut. Der riecht noch besser als alle davor. Boah, der riecht nach Punsch, Leute. Wird der hier eine Überraschung? Ich habe den als sehr schlecht eingestuft, aber vom Geruch her. Leute, wir vergeben die 10 von 10. 10 von 10 Santas für den Geruch von diesem Tee. Der soll nach Pflaume, Zimt, Vanille schmecken. Also er schmeckt jetzt nicht scheiße, aber der ist irgendwie für meinen Gaumen ein bisschen zu sauer. Nachdem ich den gerochen habe und dachte, boah, 10 von 10 vom Geruch. Er schmeckt aber sehr stark nach dem, was draufsteht. Das muss ich ihm lassen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Super intensiv, am intensivsten von allen, würde ich sagen. Ich probiere das jetzt mal mit ein bisschen Süßstoff. Ich vermute mal, Leute, die nicht zuckersüchtig sind, die finden den richtig wild. Wenn ihr Pflaume, Zimt und Vanille mögt, das hier ist alles komprimiert hier drin. Ja. Mit Süße schmeckt der viel besser. Jetzt verstehe ich, warum hier hinten ein Pflaumenrezept steht. Da ist ein Ei drin. Aber das Ei könnt ihr ganz einfach ersetzen durch ein bisschen Apfelmark. Pflaumenkuchen mit Streuseln. So Streuselkuchen generell könnt ihr mir reinlegen. Sobald der Kopf in den Nacken geht, wisst ihr Bescheid, dass das Getränk gut schmeckt. Oh! Wenn ihr einen zuckerreduzierten Punsch trinken wollt, dann macht euch einfach genau den und kippt da noch ein bisschen Punsch dazu. Ungesüßt 6 von 10 Centers von mir und gesüßt 8 von 10. Also krasse Aufwertung mit Süße. So Leute, das war's mit den ersten 6 Tees dieser Produkttestreihe. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie ich die zweite Fuhre teste, dann abonniert doch gerne den Account, aktiviert die Glocke und lasst doch gerne ein Like da. Das bringt euch zwar für den zweiten Teil jetzt nichts, freut mich aber umso mehr. Und schreibt in die Kommentare, was für Produkttests ich noch machen soll. Ciao, Kakao!